Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von SW Naturstrom. Jetzt darf Sie Ihren Wechsel zu SW Naturstrom einzeigen für die Umwelt. Wir haben alles versucht rauszuhauen. Ist natürlich, ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel in den letzten 5 Wochen. Ich war ja noch relativ lang raus. Das heißt, ich konnte halt leider auch keine 90 Minuten der Mannschaft helfen. Der Tino Bradara ist nach einer langen Verletzung zurückgekommen. Wir laufen natürlich ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Aber ich glaube, wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht. Wir haben ein bisschen abwartender gespielt. Wir haben 3, 4 Konter gesetzt und versucht, so eine Nadelstiche zu setzen. Wir sind dann auch mit einem sehr guten Angriff in Führung gegangen. Haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit so gut wie keinen Torschuss zugelassen. Das war sehr gut. In der zweiten Halbzeit, die ersten 10 Minuten, war es ein bisschen anders. Da haben wir uns ein bisschen hinten reindrücken lassen, hatten nicht mehr die Spielkontrolle.
Und ja, ich glaube, Ulm hat dreimal aufs Tor geschossen oder dreimal eine gute Möglichkeit gehabt, macht zwei Tore. Die haben natürlich auch Wahnsinnsqualität, das muss man natürlich auch sagen. Bin auf dem Weg. Es war jetzt am Samstag das erste Mal 45 Minuten nach, glaube ich, 5 Wochen Pause. Heute 60 und ich hoffe, dass ich mich jetzt am Wochenende dann nochmal steigern kann gegen Homburg, dass ich dann für den Hessen-Pokal bei 100% bin. Enttäuschendes Ergebnis im Endeffekt, weil wir nicht viel zugelassen haben, weder erste noch zweite Halbzeit. Klar hatte Ulm mehr Ballbesitz, insofern halt auch mehr vom Spiel, aber ich glaube, wir hatten die größeren Chancen und wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, gehen wir hier auf jeden Fall mit einem Punkt nach Hause. Ja, sehr bitter. Es ist eine Busfahrt, die wünscht man sich nicht gerne nach einer Niederlage. Wir müssen trotzdem gucken, dass wir schon im Bus wieder regenerieren, dass wir vielleicht eine Stunde, zwei Stunden schon Schlaf finden, bevor wir dann um 4 Uhr, 4:30 vielleicht in Haiger sind, um dann den Rest der Woche weiterarbeiten zu können und uns auf Homburg vorzubereiten. Ich muss sagen, vor dem Spiel habe ich mich gar nicht gut gefühlt, deswegen haben wir dann halt auch mit dem Trainer gesprochen und dann war klar, dass ich auch meine Pause bekomme, deswegen habe ich die letzte halbe Stunde nur gespielt. Ich muss sagen, dafür war es dann in Ordnung mit den Beinen, jetzt geht es wieder daran, Pflege zu betreiben, am Wochenende nochmal auf Frische zu kommen und dann haben wir eine Woche Zeit, um uns aufs Pokalfinale vorzubereiten. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit hat Ulm einen besseren Ball gespielt, hatte mehr Ballbesitz, ohne allerdings dabei zwingend zu sein. Unsere Jungs, die haben gut verschoben, die haben gut in die Räume reingearbeitet und wir haben durch eine gute Kontersituation dann kurz vor der Halbzeit das 1-0 gemacht. Das ist natürlich eine super Geschichte dann gewesen. Sind in der zweiten Halbzeit fußballerisch viel besser reingekommen, haben richtig guten Ball gespielt, hatten wirklich auch einige Möglichkeiten, Pfosten-Schuss, auch einige gute Dribblings in die Box rein, wo wir im Abschluss dann ein bisschen Pech gehabt haben. Und die Gegentore, die wir bekommen haben, sind halt ärgerlich, weil sie wirklich vermeidbar waren. Klar, der Freischuss war ein super Schuss, war ein Traumtor, aber die Entstehung zum Freischuss ist halt absolut vermeidbar gewesen, weil wir es auch im Vorfeld angesprochen haben, wie wir dann den Raum schließen wollen. Ja, und beim Ausgleich ist es einfach so gewesen, da kommen wir vor dem Pass nicht in die Blocksituation. Deswegen ärgerlich, müssen wir aufarbeiten, dran arbeiten und fahren wir leider mit leeren Händen eine lange Fahrt zurück. Ja, Eismann ist nicht verletzt, er hatte ein bisschen Probleme in der Wadenmuskulatur, da wollten wir jetzt kein Risiko eingehen. Und bei Stock sieht es jetzt nicht so gut aus, der hat eine riesen Schnittwunde am Schienbein. Aber viel schlimmer ist, dass die Bänder vielleicht gerissen sind. Da müssen wir mal gucken, wir müssen ihn morgen zum Arzt schicken, dann ins MRT und dann kriegen wir eine Diagnose.